Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 21. September. Wir freuen uns, Sie auch zum Wochenstart begrüßen zu dürfen. Wie in mehreren Orten der Lausitz wurde gestern auch in Hoyerswerda das neue Stadtoberhaupt gewählt. Vor zwei Wochen hatte der Urnengang in der Zusestadt für keinen der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit gebracht. Damit wurde ein zweiter Wahlgang erforderlich. Wie schon im ersten Durchgang heißt der Sieger vom Sonntag wiederum Thorsten Druban-C. Mehr dazu und weitere Nachrichten haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Mit 44,3% konnte sich Thorsten Druban-C unerwartet klar gegenüber der zweitplatzierten Dorit Baumeister durchsetzen. Auch bei den Stimmanteilen legte der Wahlgewinner mit zusätzlichen 1260 Stimmen deutlich zu. Bis zum Bekanntwerden der ersten Ergebnisse war die Anspannung im Hotel zur Mühle jedoch deutlich zu spüren. Diese löste sich zunehmend und entsprechend groß war die Freude aller Anwesenden, als das Ergebnis feststand. Neben allen Unterstützern richtete der zukünftige Oberbürgermeister seinen Dank zuerst an seine Frau. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich denke, Evgenia ist diejenige, die in den letzten Wochen und Monaten am meisten leiden musste. Deswegen gebe ich dir erstmal die Blumen. Jawohl, danke. Ja, 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 ja. Danke. Nicht nur Danke, sondern wirklich Entschuldigung für alles das, was so auch auf dem Weg hierher passiert ist und vorher. Ich bin ganz stolz, dass du bei mir bist und ich dich liebe. So. Wirklich. Schönste Grüße auch vom Herrn Stefan Skorra, der hat mich gerade angerufen, deswegen bin ich nicht mal rausgegangen. Hat auch letzte schöne Grüße von der Ostsee euch bestellt. Und ich denke, das ist was doch Historisches heute für Hoyerswerda, was wir geschafft haben. Und ich kann jetzt gar nicht namentlich jeden aufzählen. Ich denke, alle, die hier heute mit dabei waren, es fehlen noch der ein oder andere, muss man dazu sagen, haben hierzu beigetragen, haben mich persönlich dorthin gebracht, wo ich heute bin, an dieser Stelle. Das ist so, ja, nach 10 Jahren ARO, am 1. April wären es 10 Jahre gewesen, ein neuer Schritt. Wieder für mich ein neuer Schritt, den ich mir auch schon früher vielleicht mal erträumt habe. Und ich bin wahnsinnig stolz auf euch und danke an alle, die ihr mir geholfen habt. Neben Glückwünschen und Blumen gab es dann noch ein besonderes Dankeschön. Kleines Feuerwerk inklusive. Ein Bild ganz anderer Art bot sich nur 100 Meter entfernt in der Kulturfabrik. Gedrückte Stimmung bei der Zweitplatzierten. So wird der Chefsessel im Rathaus auch 30 Jahre nach der ersten und bislang einzigen Bürgermeisterin Christel Rudolph wiederum von einem Mann besetzt. Baumeister, die vor dem zweiten Wahlgang mit dem Slogan Männerwirtschaft war gestern geworben hatte, konnte lediglich 33,4% der Wählerstimmen auf sich vereinen. Auch der jüngste Wahlslogan einer Zeitungsanzeige, gemeinsam werden wir die Welt aus den Angeln heben, war offensichtlich nicht hilfreich, sind sich Beobachter des Wahlgeschehens einig. Darüber, dass die SPD mit ihrem Kandidaten punkten konnte, freute sich besonders auch der bei der Wahlparty anwesende Parteichef, Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ein Wahlsieg mit über 44% ist für die Sozialdemokraten eben keine Selbstverständlichkeit. Das tut richtig gut, auch als SPD zu zeigen, dass wenn man mit den richtigen Kandidaten, mit dem Herzen am richtigen Fleck loslegt, dass man gewinnen kann. Das freut mich natürlich als Landesvorsitzender enorm, dass die Sozialdemokratie auch gewinnen kann und deshalb bin ich auch so mega stolz. Auf den Plätzen nach Druban-C und Baumeister folgten Marco Geburek und Claudia Florian. Ausgeblieben ist damit auch diesmal eine Überraschung, insbesondere durch das wiederum nur mäßige Abschneiden des AfD-Bewerbers Marco Geburek mit 16,2%.
Die CDU-Kandidatin musste zudem herbe Stimmverluste hinnehmen. So erhielt Claudia Florian gerade mal 6,1% der Stimmen. Mit gut 48% fiel die Wahlbeteiligung etwas geringer aus als beim ersten Urnengang. Der Verkehrsverbund Oberelbe will bis Ende 2021 über den Einsatz von Zukunftstechnologien auf einem bisherigen Dieselnetz entscheiden. Das hat Geschäftsführer Burkhard Ehlen anlässlich einer Testfahrt des batteriebetriebenen Siemens DeSiro ML zwischen Dresden und Königsbrück erklärt. Neben Batteriezügen kommen demnach auch solche, die mit Wasserstoff angetrieben werden, in Frage. Zum Einsatz können solche Züge laut Ehlen jedoch erst nach 2031 kommen. Zuvor müsste die benötigte Infrastruktur aufgebaut werden. Die Strecke Dresden-Königsbrück soll bis 2025 umfassend modernisiert werden, wofür 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Umstieg auf alternative Antriebe ist eines der im Zuge des Strukturwandels vorgesehenen Zukunftsprojekte. Zum Dieselnetz des VVO gehört auch die Strecke nach Kamenz. Nach der Vollsperrung der Bundesstraße 97 bei Spreetal müssen die Ortschaften Burg Neudorf und Spreewitz in der Gemeinde Spreetal nun mit erhöhten Verkehrsaufkommen vor allem in den Schulgebieten umgehen. Vor dem Fußgängerüberweg, welcher zur nahegelegenen Turnhalle führt, wird oft nicht Halt gemacht und die wartenden LKWs werden dann noch von ungeduldigen PKWs überholt. Auch der Weg zu den örtlichen Bushaltestellen ist ähnlich gefährlich, da es dort keine Hilfen zur Überquerung der Straße gibt. Die Gemeinde Spreetal macht es sich nun zum Ziel, eine temporäre Ampel an der Kreuzung in Burg Neudorf und eine Fußgängerampel an der Bushaltestelle in Spreewitz zu installieren. Außerdem soll eine Tempo-30-Zone für alle Fahrzeuge im Bereich der Grundschule Burg Neudorf eingerichtet und das Überholverbot dort ausgeweitet werden. Die Arbeiterwohlfahrt Lausitz Pflege- und Betreuungs GmbH engagiert sich seit vielen Jahrzehnten auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Mit der Nutzung des ehemaligen Schullandheimes Waldesruh bei Schwarzkollm ist nun neben dem Wohnhaus in Lippen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum in der Hoyerswerdaer Schulstraße ein weiteres Domizil dazugekommen. Seit August diesen Jahres ist in das Gebäude, das zuletzt von der evangelischen Jugendarbeit genutzt wurde, wieder Leben eingezogen. Innerhalb der AWO, Betreuungs- und Hilfsangebote, werden zielorientiert Konfliktmuster, Defizite, aber auch Ressourcen und Stärken in den betroffenen Familien analysiert und dokumentiert, um den Eltern und Kindern aktive Hilfestellungen anzubieten. Uns ist es wichtig, einen sehr engen und regen Kontakt zu den Familien aufrechtzuerhalten, um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nachhaltig zu stärken und verbessern zu können, erklärt Erzieher Marco Galle. Der Landkreis Bautzen will das Angebot an Stellflächen für Berufspendler in der Nähe der Autobahnauffahrten vergrößern. Einen entsprechenden Beschluss hat der Technische Ausschuss des Kreistages auf einer jüngsten Sitzung gefasst. Demnach soll an der Anschlussstelle Weißenberg ein komplett neuer Parkplatz mit 65 Stellplätzen errichtet werden. Der Pendlerparkplatz Salzenforst soll um 10 und der in Burkau um 30 Stellplätze erweitert werden. Keinen Handlungsbedarf sieht die Kreisverwaltung in Uiest am Taucher und Bautzen West. Weißenberg soll im Jahre 2021, Burkau und Salzenforst 2022 fertiggestellt werden. Bestandteil der Planung sind jeweils auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen der Sächsischen Mitmachfonds suchte der Freistaat Sachsen Ideen, die den Strukturwandel in den Braunkohleregionen Lausitz und Mitteldeutschland positiv gestalten. Nun kann noch bis Mitternacht für den Publikumspreis der besten Projektidee abgestimmt werden. Wir sprachen mit dem Projektleiter Christoph Biele über den Wettbewerb. Der Freistaat Sachsen ruft im Rahmen ihres Mitmachfonds wieder zur Stimmabgabe für den Publikumspreis 2020 auf. Wir sprachen mit dem Projektleiter Christoph Biele, um einen kleinen Einblick zu dem Mitmachfonds und dessen Preis zu bekommen. Was ist der Mitmachfonds? Der Mitmachfonds ist ein sächsisches Beteiligungsinstrument, bei dem die Bürger aufgerufen sind, sich selbst mit Ideen für den Strukturwandel einzubringen. Das heißt, nicht nur irgendwo wird was festgelegt, sondern wir wollen die Menschen damit befragen, was sie denn denken, was wichtig ist für ihre Zukunft hier in der Region. Was ist der Publikumspreis? Der Publikumspreis beim Sächsischen Mitmachfonds ist ein Instrument, damit die Bürger über Bürgerprojekte entscheiden können. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, weil zum ersten Mal die Bürger sich für Strukturwandel selbst entscheiden können, was sie denn für richtig halten. Welche Kategorien gibt es?
Dieses Jahr gab es beim Mitmachfonds verschiedene Kategorien. Zum Beispiel gab es eine Kategorie für bürgerliches Engagement, für Bildung, im Bereich Bildung, für Kommunen, für Existenzgründer und natürlich für die sorbische Gemeinschaft. Welche Projekte wurden bereits umgesetzt? Der Mitmachfonds gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir haben im letzten Jahr schon eine Runde gedreht und da sind bereits viele Projekte auch umgesetzt worden und ganz, ganz viele spannende Projekte von der Eisenbahnrestaurierung über Spielplätze, über soziale Treffpunkte, über Bildungsangebote in Schulen oder in sozialen Treffpunkten. Es ist also sehr, 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 sehr spannend, was da an Vorschlägen kam und ausgezeichnet worden ist von der Jury. Und die Projekte haben sehr viel Lächeln ins Gesicht gezaubert der Menschen. Gibt es auch für 2021 einen Mitmachfonds? Ja, da wird noch darüber nachgedacht. Es ist von allen Seiten gewünscht, dass der Mitmachfonds weitergeht in 2021, aber zurzeit wird darüber nachgedacht, wie dieser Mitmachfonds für 2021 ausgestaltet wird. Sie können noch bis heute Abend 24 Uhr auf der Seite mitmachfonds-sachsen.de für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen und so Ihre Region aktiv mitverändern. Gleich folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Danach haben wir die neuesten Meldungen aus dem Polizeibericht für Sie. Doch zunächst gibt es noch einmal aktuelle Nachrichten aus der Region. Gestern wurde der Weltkindertag gefeiert, so auch in Hoyerswerda, wo die VBH einen Kindertobetag veranstaltete. Mehr dazu und weiteres sehen Sie jetzt. Dranbleiben lohnt sich. Es war ein äußerst gelungener Tag, der erste Kindertobetag der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda am Sonntag. Passend zum Weltkindertag befand sich auf dem Areal hinter dem Lausitzbad der große Hüpfbogenpark. Insgesamt 6 knallbunte Geräte hatte das Kinderland Böhm aufgebaut. Auf ihnen hatte zum Teil auch etwas größere und natürlich auch die kleinsten Besucher ihre helle Freude. Aber früh übt sich, wer Hüpfbogenbezwinger werden möchte. Aufgrund des Engagements der VBH war es ein Tag ohne Eintritt, ein Tag mit Herz, aber auch ein Tag mit Einlass aufgrund des Hygienekonzeptes. Auf dessen Einhaltung wurde an den einzelnen Stationen streng geachtet. Am dichtesten umlagert war das Bungee-Trampolin, auf dem sich viele ausprobiert hatten. Die Top-Oldies von heute und morgen sowie Musik von Steppkes für Steppkes lieferte die Lausitzwelle. Ein toller Tag dieser Kindertobesonntag der VBH. Er macht Lust auf mehr und viele hoffen, dass es ihn auch im nächsten Jahr wieder geben wird. Auch in Spremberg wurde am vergangenen Sonntag der Weltkindertag gefeiert. In diesem Jahr ging es sportlich zur Sache. So luden das Netzwerk Gesunde Kinder und das Albert-Schweitzer Familienwerk Brandenburg alle Kinder zu einem Geschicklichkeits- und Barfußparcours ein. Dieser wurde im Spremberger Stadtpark aufgebaut. Neben Balancegeräten und Gleichgewichtstrainern überzeugte die Steppkes besonders der nackte Füßepfad, wie er von den Mitarbeitern benannt wurde. In kleinen Plasteboxen konnten die Kinder verschiedene Gegenstände mit den Fußsohlen erfüllen. Aber auch die herkömmliche Straßenmalkreide fand großen Zuspruch und regte die Fantasie der Kinder an. So entstanden am Ende des Tages kleine Kunstwerke auf dem Gehwegplatten im Stadtpark. Mit einer Kundgebung auf dem Bautzner Kornmarkt sind die Beschäftigten der Bautzner Senf- und Feinkost GmbH am Montagvormittag in eine Streikwoche gestartet. Etwa 20 Mitarbeiter und Gewerkschafter untermauerten auf der Platte die Forderungen nach Angleichung der Löhne an die Develey-Standorte in den westlichen Bundesländern. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gesundheit verdient ein Bautzner Facharbeiter knapp 700 Euro weniger als einer im bayerischen Dingolfing. Zudem müsse die unterste Lohngruppe auf einen Stundensatz von 12 Euro angehoben werden, um Altersarmut zu vermeiden. Ein adäquates Angebot der Arbeitgeberseite liegt laut Gewerkschaft nicht vor. Der Streik soll zunächst bis Freitag dauern. Die jungen Gründer der Kompass Spielgesellschaft aus Cottbus haben nach der Veröffentlichung ihres neuen Brettspiels einen Zuschuss für ihre Kosten an den Jugendclub Ossi in Hoyerswerda gespendet. 200 Euro fließen dem Club unter Leitung von Tanz- und Bewegungspädagogin Franziska Grabowski zu, heißt es in einer Mitteilung. Ihre 20-köpfige Tanzgruppe Diverse Crew rockt mit Streetdance und Hip-Hop immer dienstags und freitags den großen Saal sowie bereits so manchen Dance Cup. Das gespendete Geld investieren wir in unsere Tanzoutfits, die wir für Auftritte, Videodrehs, Trainingslager und Wettkämpfe brauchen, berichtete Franziska Grabowski. Der Jugendclub überzeugt mit einem vielfältigen Angebot aus Tanz, Volleyball- und Basketballplätzen und Billardtischen seine junge Teilnehmer und bietet ihnen so einen lokalen Treffpunkt zum Wohlfühlen.
Die Lausitzer Seenland-Stiftung hat am 19. September, pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Zuse Computermuseum, eben diesen einen Scheck über 30.000 Euro überreicht, heißt es aus einer Mitteilung der ZCOM. Die Fördermittel wurden genutzt, um eine Erweiterung ihrer Dauerausstellung In-and-Output Kommunikation zwischen Mensch und Maschine vorzunehmen. In dem neuesten Ausstellungsraum werden die Besucher über die Anfänge von Joystick, Maus und Co. sowie über zukunftsorientierte Entwicklungen informiert. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Nun blicken wir in die Geschichte unserer Region. Danach zeigen wir Ihnen noch die Wetterprognosen für die kommenden Tage. Aber jetzt gibt es erst einmal die wichtigsten Polizeimeldungen aus der Lausitz. In einem Gehöft an der Bergstraße in Heslich ist am Samstagabend ein Brand in einem Pferdestall ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt. Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr alarmiert. Die Flammen griffen auf mehrere Schuppen und den Holzunterstand des Nachbarn über. Bei ersten Löschversuchen zogen sich der Nachbar und ein Angehöriger des Eigentümers Verletzungen zu. Es war ihm zuvor gelungen, die Pferde in Sicherheit zu bringen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Werkstatt verhindern und den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Die Grundstückseigentümer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Samstagmittag hat ein angetrunkener Autofahrer in Urhorn einen Verkehrsunfall verursacht. Er ist mit seinem VW aus der Hauptstraße auf die Pulsnitzer Straße abgebogen und hat dabei eine Radfahrerin auf dem Radweg übersehen. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol beim Autofahrer. Ein Test ergab über 0,9 Promille. Gegen ihn wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Ein Ladendieb wurde am Freitagnachmittag in einem Markt an der Hochwaldstraße in Zittau gefasst. Er hatte seinen Einkaufswagen reichlich gefüllt und wollte ohne zu bezahlen verschwinden. Dem Ladendetektiv gelang es nach kurzer Verfolgung, den Tschechen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Es stellte sich heraus, dass der Räuber Anfang vergangener Woche bereits Waren für über 400 Euro aus einem Markt in Ebersbach gestohlen hatte. Außerdem befanden sich an seinem Fahrzeug Kennzeichen, die dafür nicht ausgegeben sind. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es auf der Usmannsdorfer Straße Ecke an der Bahn in Rothenburg zu einem Verkehrsunfall. Dort hatte ein VW T5 einen Smart seitlich gerammt. Der kam ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und landete anschließend hochkant an einem Grundstückszaun. Laut ersten Informationen ist bei dem Unfall niemand verletzt worden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert, um die Einsatzstelle abzusichern. Die Straße war durch den Unfall voll gesperrt. Am frühen Freitagabend kam es zu einem Brand einer Forstmaschine in einem Waldstück bei Mehlteuer. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Eine große schwarze Rauchsäule wies der Feuerwehr den Weg. Bei ihrem Eintreffen stand das Gerät schon voll in Flammen. Durch die Hitze sind mit lautem Knall auch die Reifen geplatzt. Es mussten zudem erst mehrere hundert Meter Schlauchleitung zum Brandort gelegt werden. Personen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Großpostwitz, Kursul, Rascha, Ebendörfel und Kunewalde. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Am 21. September 2004 ist im Gewerbegebiet Künig die Shiitake-Pilzproduktion offiziell gestartet worden. Anfänglich befand sich das Projekt auf einem guten Weg. Mehrere Erweiterungen der Produktionsflächen, aber auch des Angebotes wurden vorgenommen. Im Januar 2013 musste das Unternehmen Integra Lausitz Insolvenz anmelden. Übernommen wurde die Pilzproduktion von der Hoyerswerder Energieerzeugungsgesellschaft, einem Tochterunternehmen der städtischen Wirtschaftsbetriebe. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In der Nacht kaum Wolken, meist sternklar und trocken, die Tiefstwerte sollen bei 10 Grad liegen. Auch am Dienstag bei häufig wolkenlosem Himmel sonnig und noch einmal Höchstwerte bis 27 Grad. Am Mittwoch ebenfalls heiter, bei Höchsttemperaturen von 26 Grad bleibt es spätsommerlich warm. Der Donnerstag zeigt sich heiter mit maximalen 24 Grad. Es wird langsam kühler und es ist auch Regen in Sicht. Das war die Drehscheibe vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen angenehmen Abend. Alle Meldungen gibt es zum Nachlesen auf unserer Homepage unter lausitzwelle.de. Wir sind am Morgen zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.